Dann sage ich mal wieder Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge im Free Spirit Podcast. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was auch für mich persönlich gerade sehr wichtig ist, nämlich das Thema Leuchtturmeltern und New Authority, wie wir unseren Kindern, unseren Liebsten in diesen stürmischen Zeiten Orientierung und Halt geben können. Das Ganze mit Melanie Hubermann. Melanie ist New Authority Trainerin, Geschäftsführerin von Balangan Therapiezentrum in Berlin und Mutter dreier Töchter. Hallo Melanie, schön, dass du hier bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Freue mich sehr. Ja, ich auch. Wir kommen ja über unseren gemeinsamen Freund David hier zusammen, der bei dir als Coach arbeitet. Melanie, ich habe jetzt schon 3-4 Worte zu dir gesagt. Magst du nochmal aus deiner Sicht sagen, wer bist du? Wer ist vielleicht auch das Balangan Therapiezentrum? Und dann schauen wir uns mal an, wie wir heute als Leuchtturmeltern uns durchnavigieren können. Ja, also du hast ja eigentlich alle schon genannt. Also im Ursprung bin ich Familientherapeutin, systemische Familientherapeutin. Die Ausbildung habe ich vor einigen Jahren hier in Berlin gemacht. Und und dann hat sich mein Weg dahin geführt, dass ich gesagt habe, es braucht einen Ort, wo wir viel Zeit für Familien haben, wo wir den Netzwerkgedanken leben können, wo keiner sofort irgendwie einen Stempel auf die Stirn bekommt und sich zu Hause fühlt. Und so entstand das Balangan. Das ist ein Wohnzimmerkonzept, eine Praxis, die interdisziplinär arbeitet. Und so bin ich sehr, sehr schnell eben auch zur Elternberatung gekommen. Das heißt, wir haben relativ schnell gemerkt, es braucht etwas, was Eltern noch mehr an die Hand nimmt. Also nicht nur immer, also nur Therapie, es klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Aber es braucht manchmal echt tachles Handwerkszeug. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und bin über New Authority gestolpert, das wir jetzt seit ein paar Jahren hier sehr erfolgreich anwenden. Bevor wir, Dankeschön, zu New Authority kommen und schauen, was ist denn der Unterschied zur Old Authority, ja. Balangan, wofür steht denn Balangan? Wie ist Balangan zustande gekommen? Ja, Balangan kommt aus mehreren Sprachen tatsächlich, aus dem Hebräischen, Polnischen, Russischen und steht für Chaos. Okay. Also frei übersetzt sympathisches Chaos. Okay. Und wir haben nämlich lange nach einem schönen Namen für das Zentrum gesucht und ich wollte nichts mit Therapie da drin stehen haben und ich wollte irgendwas Griffiges, was ist, weißt du, wo man nicht sofort merkt, okay, der hat schon irgendwas. Und Chaos auf Deutsch ist ja total negativ belastet und dann haben wir gesagt, dann machen wir Balangan. Balangan ist Slang, ich kenne es vor allen Dingen aus dem Hebräischen, es ist was ganz Freundliches, Lebendiges. Und mein Motto ist immer, jeder sollte ein bisschen Chaos in seinem Leben haben. Hauptsache, er beherrscht es und nicht das Chaos dich. Ja, wir sind, ich habe es ja schon angekündigt, über David zusammengekommen. Ja, David hat uns von euch erzählt, auch von dem Buch, was du geschrieben hast, Leuchtturmeltern, was hier neben mir steht, was uns auch begleitet, weil wir eigentlich aus einer sehr persönlichen Situation ja auch auf euch zugekommen sind, weil ja, wir ja auch in einem Haushalt mit zwei Jugendlichen leben und wir schon merken, okay, die Zeit da draußen, die ist sehr wild, sehr rau. Und ja, die Kinder brauchen wirklich neuen Halt, neue Orientierung. Magst du uns mal mit in das New Authority-Konzept nehmen? Was ist denn das? Was sind Leuchtturmeltern? Und was ist vielleicht ja der Unterschied zu diesen alten, traditionellen Erziehungsstilen? Ja, ich würde so gerne daran ansetzen, dass du sagst, Kinder brauchen neue Orientierung und Autorität. Tatsächlich ist dieses Konzept darauf angelegt, dass Eltern neue Orientierung und Halt brauchen und somit ihren Kindern andere Orientierung geben können, Sicherheiten geben können. Also ich würde einfach mal sagen, ich gehe kurz ein bisschen in die Vergangenheit, weil wir haben uns ja, viele von uns sind immer noch mit alter Autorität groß geworden. Das ist historisch schwer belastet und auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und in den 68ern gab es ja die große Bewegung, wir brauchen eine Alternative, wir brauchen Anti-Autorität, ja. Was ja von der Basis her eine ganz großartige Idee ist. Aber man hat mit den Jahren gesehen, es funktioniert nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Ne? Die Studien haben gezeigt, offensichtlich brauchen Kinder doch mehr Grenzen und Regeln. Man kann sie jetzt nicht so ganz frei laufen lassen. Ja. Und die neue Autorität hat im Grunde das Rad auch nicht neu erfunden, sondern hat sich ganz viele Aspekte aus anderen Bereichen nochmal zusammengeholt. Und man findet viel Anti-Autorität in neuer Autorität. Ich glaube so,
sind so fast die gleichen Köpfe, die sich nochmal zusammengetan haben und gesagt haben, man braucht nochmal was anderes. Warum brauchen wir was anderes? Wir leben in einer globalisierten Leistungsgesellschaft. Wir individualisieren uns immer mehr. Wir haben keine Großfamilien mehr. Wir haben, damit fällt für uns viel Unterstützung weg, viel Gemeinschaft, wen wir Fragen stellen können. Vorbilder fallen uns weg. Fragen, die wir stellen können. Keiner kann uns Antworten geben auf unsere Alltagsfragen, weil sie so neu und einmalig sind. Und da setzt die neue Autorität ein. Die sagt, wir brauchen etwas in dieser neuen Gesellschaft, wo jeder für sich Neuorientierung findet. Ja, was ich ja, das hast du ja gerade auch schon gesagt, an dem Konzept, an dem Ansatz so spannend finde, dass ihr gar nicht in allererster Linie oder gar nicht mit den Kindern arbeitet. Ja. Ja, ich fand das immer so furchtbar, Kinder zu Therapeuten zu schicken. Klar kannst du die Kinder therapieren, aber die kommen natürlich zu Hause in ein Umfeld, das so ist, wie es ist. Und ihr arbeitet, wenn ich das richtig verstehe, ausschließlich mit den Eltern. Wir arbeiten tatsächlich ausschließlich mit den Eltern, was für mich auch erstmal echt komisch war, weil als Familientherapeut guckst du ja immer auf das ganze System. Und plötzlich kriegst du da tatsächlich auch von systemischen Familientherapeuten ein Programm vorgelegt, das relativ direktiv ist und die Kinder erstmal zur Seite schiebt und sagt, wir konzentrieren uns auf die Eltern. Macht aber völlig Sinn. Denn wir arbeiten hier mit der Bindungstheorie, mit gewaltfreier Kommunikation, gewaltfreiem Widerstand. Das sind alles so die Schlagwörter, die dort mit reinspielen. Und wir sagen, wenn wir es schaffen, die Eltern gut zu beraten, die wieder zum Leuchtturm werden zu lassen, mit einem festen Fundament, mit klaren Werten und Regeln, dann wirkt sich das sofort in der Beziehung mit dem Kind aus. Und dann ist dem Kind schon geholfen. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja auch schon vorhin gesagt, wir leben in einer sehr turbulenten Zeit. Ja, wir sehen die Statistiken darüber, wie es den Kindern gerade geht, in den Schulen, in den Einrichtungen, die Suizidraten gehen ins Unermessliche nach oben, die Depressionen bei den Kids steigen an. Lass uns mal praktisch werden, okay? Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Wir haben zwei Eltern, die arbeiten, stehen im Leben oder vielleicht auch nicht. Und die Kinder gehen in die Schule und merken, ich kann das gerade nicht mehr. Ich will keine Maske tragen, ich will mich nicht testen lassen. Die Eltern sind selber überlastet mit ihrem System. Wo und wie setzt ihr direkt an, wenn die Eltern jetzt zu euch kommen? Zuerst erklären wir ihnen, das ist völlig normal, in welcher Situation sie sich befinden. Und die Studien bestätigen uns auch gerade in unserem Ansatz, die sagen, dadurch, dass die Eltern überhaupt nicht wissen, was morgen ist und keine Antworten geben können und Angst um ihre Existenzen haben, Angst um ihre Gesundheit, wirkt sich das auf die Kinder aus, oftmals mit Angst und Depression. Ja, also es ist tatsächlich gerade ein Brennglas darauf, wie wichtig es zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir in Familien Struktur haben, Regeln haben. Und eine sehr engmaschige Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Das heißt, erstmal, wenn du sagst praktisch, fangen wir tatsächlich ganz simpel mit Struktur an. Wir haben in den letzten 2 Jahren ganz viel mit Familien Stundenpläne erarbeitet. Aber nicht nur, wie viel gelernt werden soll, sondern wir haben damit angefangen, wann steht ihr auf? Wann frühstückt ihr? Wann geht ihr spazieren? Wann kocht ihr? Wann esst ihr? Wann spielt ihr, wann chillt ihr auf dem Sofa und wann ruft ihr Freunde an? Weil durch das vor sich hin chillen, sage ich jetzt mal, sind die Tage so verflossen, es ist nichts passiert und du hattest, die Struktur ist komplett verloren gegangen und die Kinder haben keinen Halt gehabt. Und für die ist es so wichtig zu wissen, was als nächstes kommt. Und das ist eigentlich egal, ob die 4 Jahre alt sind oder 14 Jahre alt sind. Gerade die Jugendlichen haben diese Stundenpläne sehr dankbar angenommen. Und es kam so ein bisschen Ruhe in die Familien. Ich hatte einen Vater, ich fand das so großartig, die Idee. Der hat zum Beispiel seinem Sohn morgens um 8 die Schultasche auf den Rücken geklemmt, hat gesagt, du gehst mit der Schultasche einmal um Block, kommst nach Hause und dann fangen wir mit dem Unterricht an. War super. Cool.
Was ich ja auch sehr spannend finde, wenn ich es richtig verstanden habe aus dem Buch oder auch von David, dass ja dieses Thema Konsequenzen bei euch ganz anders gelebt oder gar nicht gelebt wird. Ja, das war für mich oder für uns jetzt auch erstmal schwierig. Ja, wir hatten zum Beispiel einen Fall, Kinder gehen nicht in die Schule. Ja, und wenn sie nicht in die Schule gehen, dann ist halt die Konsequenz, okay, entweder du gehst zur Schule oder dein Computer ist aus. Ihr macht das gar nicht mit diesen Konsequenzen arbeiten. Was heißt das konkret? Ja, also wir haben einen Schulverweigerer, wir haben jemanden, der Drogen vertickt, wir haben jemand, keine Ahnung, also nehmen wir gleich mal die Extremfälle. Was tut ein Elternteil jetzt, ohne mit der Keule der Konsequenz hinten dran zu stehen? Also für mich ist Konsequenz noch nicht so das ganz korrekte Wort. Also wir arbeiten nicht mit Strafen. Oder genau, oder mit Strafe, genau. Davon nehmen wir ganz viel Abstand, weil was hat das Schuleschwänzen mit dem Computer am Ende des Tages zu tun? Mm. Ja. Wir glauben einfach, der Zusammenhang fehlt und das Kind wird nicht nachhaltig lernen, warum es nicht mehr zur Schule gehen darf. Ja, ja. Im Gegenteil, wir glauben, es braucht einen engeren Kontakt mit dem Kind oder dem Jugendlichen. Mhm. Du bist jetzt gleich total in die extremen Beispiele gegangen. Sagen wir mal, es geht um jemanden, lass uns den Schulschwänzer nehmen, den jugendlichen Schulschwänzer. Ja. Und die Eltern kommen zu uns und sagen, was machen wir denn jetzt? Wir kriegen den nicht aus dem Zimmer raus. Ja. Wir würden anfangen, erstmal die Eltern zu stärken, indem wir mit ihnen eine Ankündigung vorbereiten. Mhm. Indem sie ankündigen vor ihrem Kind, dass sie sein Verhalten nicht mehr akzeptieren werden, alles dafür tun werden, dass es aufhört und in der letzten Konsequenz sich dafür auch Unterstützer reinholen. Mhm. Das heißt, wir kriegen die Eltern zurück ins Handeln. Wir erwarten keine Veränderung vom Jugendlichen, nicht mal eine Reaktion, sondern es ist die Ansage der Eltern, wir handeln, wir werden das nicht mehr tolerieren, was hier passiert. Das ist der erste Akt. Dann organisieren wir Unterstützer. Wer kann das sein? Das kann der Nachbar sein, der morgens um 7:30 klingelt und sagt, Max, Schulzeit, steh auf, komm, es geht los. Das kann der beste Freund sein, der ihn jeden Morgen abholt. Es kann aber auch der Lehrer sein, der ihm jeden Morgen eine WhatsApp mit dem Foto seines Stuhls in der Klasse schickt und sagt, wir warten hier auf dich. Hm. Was zeigt das dem Kind? Alle wissen Bescheid. Wir schaffen Öffentlichkeit. Ja. Öffentlichkeit ist ein bisschen unangenehm und peinlich, aber das ist genau, was wir wollen. Ja. Das nimmt ganz viel Energie, ganz viel Macht diesem Kind. Ja, und das ist das eine. Aber diese Öffentlichkeit zeigt nicht, wir strafen dich und isolieren dich. Das macht die alte Autorität, die isoliert, wenn jemand sich nicht richtig benimmt. Sondern der sagt, hey du bist uns wichtig. Wir schauen gerade hin. Wir merken, es geht dir nicht gut. Mhm. Wir lassen dich nicht alleine. Komm zu uns zurück in die Gemeinschaft. Mhm. Das heißt, trotzdem, er muss sich an die Regeln der Gemeinschaft halten. Aber diese Gemeinschaft zeigt, dass er wichtig ist und immer wieder eine Chance hat, zurückzukommen. Mhm. Deswegen ist der Lehrer auch hier so wichtig. Mhm. Wenn jemand sehr lange nicht zur Schule geht, hat er Angst, zurückzukehren. Ja. Das gibt einen Knoten im Bauch. Die kriegen dann wirklich Bauchschmerzen, weil es ist super peinlich, zurückzugehen. Das heißt, man muss ihm die Tür öffnen. Mhm. Im dritten Schritt dann gibt es tatsächlich auch ein Feedback. Das heißt, angenommen, wir schaffen Max zurück in die Schule, dann werden die Eltern weiter im Gespräch mit den Lehrern bleiben. Mhm. Das Lehrerteam wird ihn ansprechen und sagen, Mensch, Max, schön, dass du wieder da bist, wie geht's dir? Ja? Oder er ist gestern nicht zur Schule gekommen. Dann erfährt das Team einschließlich der Eltern das sofort. Und dann wird er angesprochen, was war denn los? Mhm. So wird ein großes Netzwerk aufgebaut. Mhm. Und das ist sehr nachhaltig. Ja, das glaube ich. Das schreibe ich mir mal direkt auf. Es ist wirklich super, super aufwendig, sehr, sehr aufwendig in der Vorbereitung. Aber wenn man es einmal verstanden hat, und das ist jetzt ein Extremfall, das ist natürlich nicht unbedingt für Alltagsprobleme, aber es ist die Haltung, dass ich es nicht alleine machen muss. Ich kann mir für alles Hilfe holen. Naja, so extrem ist es gar nicht, weil ich auch in meinem Umfeld gerade wirklich mitbekomme, wie sehr, sehr viele Kinder gerade sagen, Schule
Nee, mache ich nicht. Aus was für Gründen auch immer, ja. Und die Situation da draußen, gerade mit Masken und Testungen, gehen, würde ich sagen, viele wirklich, mache ich nicht, will ich nicht. Ich würde gerne mal eine Altersstufe weiter nach unten gehen, Grundschulschüler, weil wir das gerade auch diesen Fall hatten, der zum Beispiel, die Mutter sagt, das Kind will die Maske nicht aufziehen, muss jeden Morgen in den Bus, muss jeden Tag sich testen lassen, kam jetzt nach Hause das Kind, hat alle seine Masken mit der Schere fein säuberlich zerschnitten und hat gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Was würdest du dieser Mutter dieses 10-jährigen Grundschulschülers empfehlen? Da muss ich jetzt einen Moment drüber nachdenken, das ist ganz schön schwierig. Ja, aber ich glaube, es könnten viele Mütter gerade eben mit solchen Situationen natürlich da draußen konfrontiert sein. Ist die Frage, Maskenatteste, dieses, jenes. Wir haben Schulpflicht in Deutschland. Ja, das ist ja wirklich so ein riesenkomplexes Thema. Aber tatsächlich eins, mit dem ich mittlerweile sehr, sehr häufig konfrontiert werde, dass die Kinder sagen, will ich nicht. Oder vielleicht sogar mit dem Druck in der Klasse halt konfrontiert werden, ne, mit den Mitschülern. Also ich glaube, an erster Stelle reden. Also ihn erstmal an der Stelle abholen, du hast total recht. Richtig, richtig doof. Ich mag das auch nicht. Also es geht gar nicht. Das ist der letzte Mist. Aber was gibt es stattdessen? Hast du eine Idee? Wie können wir es lösen? Ja. Ihn mit ins Boot holen. Also immer erstmal diese Not wertschätzen, sehen, anerkennen und sagen, ja, es ist echt Mist. Lass uns mal schauen. Und dann haben die oft ganz tolle Ideen. Und dann, ich meine, wenn der sich so völlig verweigert, dann kann man natürlich auch überlegen zu sagen, hör zu, es gibt Gründe für Maske. Lass uns mal recherchieren, was Masken helfen, warum wir Masken benutzen. Es gibt Berufe, die schon immer Masken genutzt haben, um sich zu schützen und die anderen zu schützen. Mhm. Also ich würde das Feld aufmachen, weil wir sind ja so fokussiert nur auf die Situation von der Pandemie. Ja, aber es ist ja auch eine Chance zu lernen, warum, ja, wofür. Und was hat das mit Gemeinschaft zu tun? Wieso muss ich eine Maske tragen? Wieso muss die ganze Schule eine Maske tragen? Was tue ich für den anderen dabei? Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich erlebe viele Schüler, die verdammt verantwortungsbewusst sind. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich wäre das nicht so gewesen. Ja, so mit Handy dabei, mit Impfausweis im besten Fall, Schülerausweis, Maske. Natürlich wird sich morgens erstmal getestet und sich ein zweites Mal getestet. Sie debattieren darüber, wie es dem Mitschüler geht, der jetzt gerade positiv getestet wurde. Ich meine, die sind ganz schön mit Themen beschäftigt. Das ist traurig. Ja. Und ich finde es so wichtig, das so ernst zu nehmen und nicht einfach so drüber hinwegzugehen, ach, so ist es jetzt halt. Ja. Ne? Sondern ins Gespräch gehen, immer wieder. Ja. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, auch bei David, es ist natürlich wichtig, beide Eltern im Boot zu haben. Und wir bleiben mal jetzt einfach, weil es halt sich so anbietet bei diesem klassischen Pandemiebeispiel. Ja, wir haben einen Elternteil, das lässt sich impfen, das andere Elternteil lässt sich nicht impfen. Könnte man ja auf alles, also das Elternteil sagt das andere das. Wie schafft ihr es, diese Eltern an solchen, ich meine, ist eine extreme Situation, aber trifft ja leider auf viele gerade auch zu, diese Eltern wirklich wieder in ein Boot zu holen? Wir sprechen das Elternteam an. Deshalb wollen wir die Kinder auch nicht dazwischen haben. Wir wollen die Eltern als Team stärken. Und dabei müssen wir gucken, was jedes Elternteil mit sich bringt. Welche Ressourcen bringen die mit? Welche Kompetenzen? Wie können sie das abrufen? Also bevor es Corona war, war es, weiß ich nicht, der Manager und die Hausfrau. Genau. Oder beide berufstätig, aber unterschiedlich belastet. Ja. Immer wieder zu sehen, wir sind anders. Wir sind als Elternteam oft gewohnt, so ein Elternbashing untereinander zu machen. Ne? Und du hast da keine Zeit, immer muss ich machen. Ach, die ist hysterisch, die heult sowieso wegen jedem Pieps. Ne? Ja. Er ist mir zu cool, das interessiert ihn alles nicht. Und all diese Vorwürfe, die wir vorfinden, zu sagen, okay, wofür ist es gut? Ja, die eine, die emotional ist, hört zu. Der andere, der ein bisschen reservierter ist, kann Grenzen setzen, sehr klare. Nutzen wir das? Aber am Ende des Tages braucht es eine Zusammenarbeit dieses Teams, die eine gemeinsame rote Linie braucht. Und das ist unsere Arbeit. Wir checken erstmal die rote Linie von jeder einzelnen Person, um dann eine Teamlinie zu bilden. Ja. Und die muss klar kommuniziert werden vor dem Kind. Ja. Es gibt oftmals Situationen, wo wir natürlich in dem Moment unterschiedlicher Meinung sind. Wir kommunizieren das aber nicht, so im Sinne von, du bist mir wieder in den Rücken gefallen, sondern man kann tatsächlich sagen, weißt du was? Ich muss drüber nachdenken, ich bespreche das mit Papa und dann komme ich auf dich zu.
Na, es braucht auch nicht immer sofort eine Lösung, wenn wir Konflikte haben. Also gerade jetzt zum Beispiel impfen, nicht impfen. So komplex, da kann ich nicht aus dem Impuls heraus die richtige Antwort geben. Ja. Ich muss es mit meinem Partner besprechen und einen Weg finden, wie wir mit unseren Kindern damit umgehen. Ja, das finde ich auch wichtig und richtig. Aber du hast gerade einen spannenden, sehr, sehr spannenden Punkt angesprochen, den ja, wir auch hier hatten, das Thema rote Linie. Ja, es gibt gewisse rote Linien. Ja, und was passiert bei wiederholten Übertritten? Ja, nehmen wir mal das Beispiel, das Kind verkauft Drogen oder nimmt sehr, sehr viele Drogen. Ja, und das, es gibt klare Linien. Vielleicht haben wir sogar das ganze Unterstützernetzwerk, alle informiert, alle wissen Bescheid. Und die rote Linie wird weiterhin übertreten. Was passiert jetzt in der New Authority? Was machen Eltern jetzt, um nicht wieder mit der Keule zu kommen? Das Kind ist vielleicht schon älter, 17, 18. Wenn das nicht funktioniert, musst du gehen. Ja, das erlebe ich häufig, so eine Endkonsequenz von, das geht dann hier nicht mehr, weil du gefährdest vielleicht deine kleine 6-jährige Schwester, wenn da der Drogenhändler vor der Tür steht. Was tun bei wiederholten Übertritten roter Linien? Also du kommst da mit den Hardcore-Beispielen, ne? Naja, aber sie sind wirklich wahr. Also es ist nicht mal was ich mir Nee, du hast ja total recht. Also wir haben ja auch, wir hier im Balagan haben oft Jugendliche, die einen Elternteil gerne mal verprügeln. Also das haben wir auch. Ja. Da muss ich sagen, der beste Unterstützer an der Stelle ist die Polizei. Das sagen wir auch ganz klar. Dann rufst du halt die Polizei. Und da haben wir, wir haben so tolle Sachen erlebt, weil die das ernst nehmen und mit den Kids reden und die kriegen echt einen Dämpfer an der Stelle. Und das andere ist, und da wären wir, glaube ich, bei der Wiedergutmachung, da sind wir vorhin so ein bisschen von abgekommen, ne? Also weg von Strafe hin zu Wiedergutmachung. Wäre im Grunde genommen, du hast Mist gebaut und du musst es wiedergutmachen an deiner Gemeinschaft. Jetzt kann es sein, dass der 17,5-Jährige, der irgendwie seit 3 Jahren Drogen vertickt, auch damit nicht mehr zu kriegen ist. Also ich glaube auch, wir haben wirklich da kein Allheilmittel, wobei ich immer sage, je früher wir mit unserer Haltung anfangen, und in dem Fall New Authority, glaube ich, desto mehr können wir verhindern, dass unsere Kinder genau in diese Richtung gehen. Weil sie bekommen eine Haltung vermittelt, dass da findet Drogenverticken nicht statt. Ja, weil das hieße, jemanden wehtun, jemanden krank machen. Das, oder wir würden es einfach so früh merken, dass die mit Drogen in Kontakt kommen, dass wir das in einem Alter noch unterbinden können, wo wir eine echte Chance haben, mit Gemeinschaft, mit Unterstützern das zu unterbinden. Ja? Dem eine neue Richtung zu geben. Da geht es um viel Reden. Immer wieder reden. Das ist diese wachsame Sorge. Ich sehe, du baust Mist und ich rücke näher ran. Dann sitze ich in deinem Zimmer und gucke dir zu, wie du Computer spielst. Dann will ich wissen, mit wem du befreundet bist und lade deine Freunde ein. Wenn du draußen den Joint im Park rauchst, dann komme ich und meinetwegen auch noch mit der Oma neben mir und setze mich dazu, während du den Joint rauchst. Das ist das eine. Und wenn es dann peinlich ist und das Kind wirklich oder der Jugendliche wirklich einsieht, dass er Mist gebaut hat, dann muss er sich im Grunde entschuldigen, einen Wiedergutmachungsakt an die Familie, an die Klasse, an die Jugendgruppe, muss er eine Wiedergutmachung leisten. Das kann in unterschiedlichen Formen sein. Das ist oftmals ein Entschuldigungsbrief. Es ist verbunden mit einer, weiß ich nicht, das kann sein, ein gemeinsames Picknick, das Aufräumen des Gemeinschaftsraums, ein Klassenraum, der renoviert werden muss. Bei kleineren wird gerne Kuchen gebacken. Und auch das ist wieder ein Ritual, das wir lange vorher vorbereiten, dass dieser Jugendliche / Kind mit Support eine Autoritätsfigur durchführt. Das kann der Lehrer sein, der Erzieher sein, die Mama sein, der Papa sein. Ja? Und wir erreichen damit, dass die betroffenen Jugendlichen, die drumherum ja in Mitleidenschaft geraten, sehen, dass die Autoritätsfiguren, unsere Leuchttürme, handeln, Orientierung geben, präsent sind, in Beziehung stehen, dass es denen wichtig ist, dass es allen gut geht. Und dass jeder, der Scheiß baut, auch wieder eine neue Chance bekommt, ein Teil von allem sein zu dürfen. Jetzt ist ja, ich würde gleich zum Leuchtturm mal kommen, was einen guten Leuchtturm ausmacht, aber vorher würde ich gerne nochmal die Frage, dadurch, dass ihr ja mit den Eltern arbeitet, wird natürlich sehr, sehr viel von den Prozessen natürlich auf die Eltern zurückgeworfen. Die müssen sich natürlich erstmal ihr Leben anschauen. Ja. Das heißt, wir haben ja
eigentlich zwei Baustellen. Wir haben das Kind, was Drogen vertickt, aber ich als Elternteil bekomme jetzt von dem Coach gespiegelt, oh, ich muss mir das, das und das in mir anschauen. Wie erreicht man denn die Eltern überhaupt dazu zu sagen, hey, das hat was mit mir zu tun. Ich sollte mal erstmal mir mein eigenes Leben anschauen, bevor ich die ganze Zeit auf mein Kind schimpfe, was die Drogen vertickt. Wertschätzung. Wir sind sehr, sehr positiv gegenüber den Eltern. Eltern sind und bleiben die Experten ihrer Kinder und ihres Lebens. Wenn ich das nicht akzeptiere, dann habe ich kein Recht, irgendeine Beratung einzugehen. Ich muss neugierig sein als Berater. Ich muss verstehen, was in den Familien passiert und warum jemand dieses Leben wählt. Ich habe kein Recht, darüber zu urteilen. Ja, also bei mir im Team darf keiner verurteilen, beurteilen, warum etwas schief geht in einer Familie. Das kann uns allen passieren. Ja. Ich muss die Stärken meiner Eltern erkennen, die hier sitzen, und sie darin bestärken. Ja. Und dann habe ich sie. Dann machen die mit. Und wenn ich deren Themen aufmache, gehe ich da nicht tief rein. Also ich fange jetzt nicht an, eine Depression irgendwie zu behandeln oder Ängste, sondern sie werden erkannt, damit wir sie verstehen und im Konflikt mit dem Kind zur Seite schieben können. Also ich nenne das immer innerer Dialog. Warum wirst du wütend? Was macht das gerade mit dir, wenn der, weiß ich nicht, dich anschweigt, ins Zimmer geht, nicht reagiert? Ne? Also schon nochmal zu sehen, was macht das mit mir? Also mehr Reflexionsarbeit, aber nur mit dem Ziel zu sagen, ich sehe das, ich verstehe das, inneres Kind spielt ganz oft eine Rolle. Das innere Kind, ich schiebe das zur Seite, weil es darf jetzt nicht sein. Denn mein Kind braucht mich als Erwachsener. Ja. Das üben wir viel, das besprechen wir, aber mit sehr viel Wertschätzung und Verständnis an der Stelle. Ja. Bevor wir zu dem Leuchtturm kommen, möchte ich diese Frage. Nein, wir fangen mit dem Leuchtturm an. Was macht denn einen guten Leuchtturm aus? Also woran erkenne ich Leuchtturmeltern? Was unterscheidet die von Höhleneltern? Also, Leuchtturmeltern. Ich fange mal mit einem ganz klassischen Beispiel von heute Nachmittag an. Meine große Tochter hat meine kleine Tochter, die noch keine 12 Jahre alt ist, beim Zahnarzt abgesetzt und hat gesagt, du schaffst das schon. Meine kleine Tochter hat zu meiner großen Tochter gesagt, du musst nicht mitkommen, weil ich schaffe das. Also ist sie alleine zum Zahnarzt gegangen und hat das großartig gemacht. Wäre da jetzt meine Tochter, weil die Große da mitgegangen, hätte gesagt, oh Gott, und vielleicht schaffst du es nicht und das ist echt schwierig und ich habe immer total Angst vor dem Zahnarzt und das tut weh und du weißt ja nicht und dann kommt da eine Spritze in den Mund. Dann wäre die Kleine nicht gegangen. Ja. Aber also um es ein bisschen allgemeiner zu beschreiben, ich liebe das Hafenbild, deswegen ja auch Leuchtturmeltern. Ne? Also für mich ist Familie wie ein Hafen. Also ein Hafen hat Anlegeplätze, hat Struktur, hat Regeln. Der Hafenmeister ist so richtig streng. Also hier in Berlin haben wir ja sehr viele Seen und dann tuckert man da so von See zu See. Und jetzt im Sommer wieder, ich kann das mit dem Boot ja eigentlich gar nicht, dann kommst du da in so einen Hafen rein. Und wehe, du hältst dich nicht daran, was dieser Hafenmeister sagt. Also dann macht er dich einen Kopf kürzer. Das ist eher alte Autorität an der Stelle. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber er hat Regeln und Struktur, an die wir uns alle halten müssen, weil sonst funktioniert das in dem Hafen nicht. Das heißt, jedes Schiffchen, dafür stehen die Kinder, haben ihren Platz und werden gut ausgestattet in diesem Hafen. Na, die bekommen Navigationsgerät, ein Segel, die bekommen ein Steuer, alles, was man braucht, um gut aufs Meer zu kommen. Der Leuchtturm steht am Eingang des Hafens, fest im Fundament, schön ausgestattet mit viel Licht. Und wenn der Hafen bzw. dieser Leuchtturm entschieden hat, dass ein Schiff gut ausgestattet ist und bereit ist, dann darf dieses Schiffchen den Hafen verlassen. Der Leuchtturm zeigt noch den Weg und sagt, hör zu, du bist gut ausgestattet, ich weiß, du schaffst das, ich vertraue dir, dass du das überlebst. Tucker du mal raus in die weite Welt. Das Schiffchen kann ganz gut tuckern mit dieser Ansage, da losschippern und spürt den Leuchtturm noch im Hintergrund. Na, im besten Fall zeigt er eben noch so ein bisschen mit dem Licht, wo es so lang gehen kann. So, und wenn da jetzt so ein Sturm aufzieht und es richtig unangenehm wird,
dann weiß das Schiff, wo der Hafen ist und es ist jederzeit, wie er nach Hause kommen darf. Hm. Und der Leuchtturm steht da und zeigt mit dem Licht den Weg. Hm. Der Leuchtturm hat keinen Helikopter, den schickt er nicht los und guckt, dass es auch wirklich schafft. Hm. Sondern der Leuchtturm verlässt sich auf die Ausstattung des Schiffes, hm. dass es gut nach Hause kommen kann. Ja. Und das hast du ja, ich habe es hier gerade noch da, in deinem ja. Leuchtturmeltern sozusagen einmal beschrieben, wie Eltern zu Leuchtturmeltern werden können, ja? Das ist sehr, 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 sehr schön und sehr zu empfehlenswert. Und in diesem Buch wird sozusagen das Konzept von New Authority vorgestellt. Genau. Max, anhand von Fallbeispielen, die tatsächlich passiert sind. Also es sind alles Fälle, praktische Fälle bei mir aus der Praxis. Und das New Authority, das kommt jetzt nicht von dir, sondern das gibt es schon als Konzept? Du hast gesagt, so ein Zusammenschluss aus verschiedenen therapeutischen Konstellationen? Also es gibt den Professor Chaim Omer aus Israel und der hat sich zusammengetan mit dem Aris von Schlippe hier aus Heidelberg. Die haben die Köpfe zusammengesteckt mit vielen anderen Kollegen und haben das, ich weiß nicht, ich glaube, circa vor 20 Jahren angefangen zu entwickeln und haben ganz tolle, kluge Bücher darüber geschrieben. Alles sehr akademisch, sehr für Fachleute. Und neben der Universitätsarbeit hat sich dann ein Team in einem Kinderkrankenhaus in Israel entwickelt, das einfach im Alltag anwendet. Die haben begonnen mit hochstrittigen Familien, also wo es keinen Dialog mehr mit Kindern gab, die dann echt also nicht mehr aus ihrem Zimmer gekommen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Deshalb auch die Arbeit nur mit Eltern. Und dann haben die gemerkt, total wirkungsvoll, gibt ja auch alle... Also andere Bereiche, ne? Und dann haben die mit ADHS angefangen, mit Ängsten. Großartig, wenn Kinder ängstlich sind, diese Methode, also diese Haltung. Ja. Und inzwischen auch mit Essstörungen habe ich auch schon gemacht. Ich finde, das auch kann man in Teilen tatsächlich gut nutzen. Und das sind aber natürlich alles auch Bereiche, die wirklich hochkritisch sind. Und wir hier haben... eigentlich so eine Haltung entwickelt. Wir haben gesagt, wir arbeiten mehr mit der Haltung, ne, mit dem, wie stehe ich dazu, was brauche ich, wie sicher bin ich, wie präsent bin ich. Das ist unser Fokus. Deshalb können wir so die breite Masse auch erreichen. Mhm. Wir sagen, das ist, was wir gesellschaftlich auch brauchen. Zu wissen, was ist mein Lebenskonzept? Wie hole ich mir Antworten? Wie entscheide ich, was richtig oder falsch ist? Mhm. Und Social Media ist ein großes Thema bei New Authority. Klar. Ne, zu sagen, ich akzeptiere diese digitale Welt, aber wie gehe ich damit als Eltern um? Ich habe ja kein Vorbild. Ja. Ja. Und da gibt New Authority wirklich ganz tolle Ansätze, damit gelassener umzugehen, sicherer umzugehen und auch Orientierung zu geben, wenn ich eigentlich gar nicht so genau weiß, wie. Ja. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, in Krankenhäusern wurde das ja irgendwie angewendet. Also du hast von Eltern gesprochen. Geht ihr damit auch in Schulen? Also werden damit auch Lehrer und Direktoren beraten? Wäre ja auch spannend, denke ich. Ja, also das israelische Team macht das tatsächlich seit vielen Jahren schon in Dänemark, Holland und der Schweiz. Es gibt eine Schule in Berlin, die das auch seit 14 Jahren macht. Die haben das sich als Schulprofil entwickelt. Und ich muss sagen, man kommt an Schule nicht vorbei. Also wenn wir denken in Unterstützernetzwerken. Ja. Das heißt, was ist gerade in der heutigen Gesellschaft, was ist mein natürliches Unterstützernetzwerk? Das ist Schule. Ja. Und wir haben angefangen, Schulen einzuladen, mit Lehrern zu sprechen, ein neues Miteinander zu schaffen. Also kein Eltern-Lehrer-Bashing, sondern hallo Leute, ihr sitzt in einem Boot, arbeitet als Team. Das ist so wirkungsvoll für die Kids. Und es ist gerade ganz toll, weil wir vereinzelt Schulen beraten und in Schleswig-Holstein tatsächlich auch eine ganze Gruppe an Schulen, die gesagt haben, wir finden diese Haltung so großartig, wir wollen das als Schulprofil einführen und die machen sich wahnsinnig viel Mühe, investieren da auch viel Zeit und Geld und es funktioniert dort, weil die von der Leitung an beschlossen haben, das in die Schulen zu etablieren. Das heißt, du schaffst wirklich, dass jeder zuhört. Das ist schon toll. Wie sieht das denn konkret aus, wenn eine Schule sagt, sie will das in ihr Schulprofil oder Konzept einarbeiten? Was heißt das denn konkret?
Konkret heißt das tatsächlich, du musst alle mit ins Boot holen. Also du beginnst mit der Schulleitung am besten. Und also wir machen jetzt zum Beispiel, wir haben erstmal die Schulleitung ins Boot geholt landesweit. Dann gibt es Schulentwicklungstage, wo wir die Teams, wo wir mit den Teams arbeiten, denen die Methode, die Haltung, vor allen Dingen an erster Stelle die Haltung vorstellen. Und werden und auch Elternabende. Eltern müssen wissen, was Schulen da vorhaben. Wir kombinieren das mit dem, was auch da ist. Wie mit den Eltern. Was macht ihr schon richtig? Was können wir nutzen? Und neben den Schulentwicklungstagen bilden wir Trainer aus. Also New Authority Trainer und Multiplikatoren, die dann im Bundesland verteilt sind und ansprechbar sind für die Schulen wiederum. Also du hast dann Experten in den Teams vor Ort und du hast in den Bundesländern Teams, die dann nochmal sozusagen ausgelagert gefragt werden können. Weil ich glaube, auch es ist immer wieder der Netzwerkgedanke. Ne? Wer unterstützt mich, wenn ich nicht weiter weiß? Ich kann ja nicht, also ich kann ein 60-köpfiges Team natürlich über einen Schulentwicklungstag einführen in die Methode, aber dann braucht dieses Team einfach nochmal 5 Leute, das voll Bescheid weiß. Dass, wenn es dann Handlungsbedarf gibt, die sagen, hör zu, so ziehen wir das jetzt durch. Und innerhalb von Deutschland, strahlt das von euch von Berlin aus oder seid ihr auch ein Ableger dessen oder seid ihr sozusagen die, von wo aus das sich verteilt? Also es gibt ganz viele Kollegen, die damit arbeiten. Ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ich bin tatsächlich in dieses Schleswig-Holstein-Projekt gekommen. Ich habe die Kollegen kennengelernt über einen Vortrag. Und das Format, das wir da jetzt tatsächlich erarbeitet haben, das haben wir entwickelt und vorgestellt und stellen und gehen so die ersten Schritte damit und sind alle sehr beseelt davon und glauben, das ist der richtige Weg. Ja. Und so spricht sich das so langsam rum. Ist ja dann doch wieder klein am Ende. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder ein Stück konkret werden, eine Familie hört diesen Podcast, jetzt weiß ich nicht, in Bayern irgendwo, und merkt, ich würde gerne damit arbeiten, mehr als nur mit dem Buch. Welche Möglichkeiten haben diese Familien mit euch, mit dir, mit dem Konzept wirklich direkt in Kontakt zu kommen? Und vor allen Dingen natürlich die spannende Frage, wer finanziert sowas? Ja, sind das Kassenleistungen oder greift da jeder in seine Tasche? Wie wird sowas auch finanziert? Also uns tatsächlich finanziert man privat, wenn man uns als Berater will. Wir beraten auch online. Ich gucke immer, ob auch jemand vor Ort ausgebildet ist tatsächlich. Wir haben auch eine ganze Zeit lang Fortbildungen gemacht, wo wir mit einem großen Träger in Berlin, wo wir einfach bundesweit ausgebildet haben, einzelne Fachleute. Also da gibt es so ein Netzwerk, wo wir gucken, wer ist in der Nähe. Aber es ist eine Privatleistung tatsächlich. Man muss allerdings sich auch vorstellen, dass wenn eine Familie in der Krise ist, brauchen die zwischen 5 und 10 Sitzungen. Dann ist Schluss. Länger brauchen die uns nicht. Wollen wir auch gar nicht. Die sollen es dann wieder alleine hinkriegen. Also es ist eine übersichtliche Investition, die man sich gönnen kann, wenn man möchte. Die Schulen machen das tatsächlich über den Fortbildungstopf. Die haben da ihre Finanzierungsmöglichkeiten. Okay. Und das heißt, man könnte sich bei dir melden oder man googelt einfach New Authority. Also wie ist das praktische Vorgehen? Man googelt entweder neue Autorität, Stärke statt Macht in Deutschland. Man kann uns eine E-Mail schreiben, total gerne über die Balagan-Webseite. Ich suche jemanden, könnt ihr mir helfen? Wir helfen total gerne. Wir müssen das nicht alles selber machen, sondern also ich bin da total offen und Hauptsache, Familien kriegen Unterstützung. Das ist unser größtes Anliegen. Ja, und du hast gerade gesagt, also es wäre auch über Zoom möglich, die Sessions über Zoom zu machen mit den Eltern und dem Trainer. Absolut. Und dann gibt's Aufgaben, wie stellt man sich das vor, die Eltern dann bis zu den nächsten Sitzungen vorbereiten oder wie würde das laufen? Ja, wir arbeiten tatsächlich sehr strukturiert an der Stelle. Das heißt, wir hören uns erstmal an, was ist eigentlich los. Wir wollen erstmal verstehen, um welche Verhaltensweisen es geht, welche Verhaltensweise soll sofort aufhören. Wir analysieren so ein bisschen das Elternteam. Wir führen die an die Ankündigung ran und begleiten sie in der Akquise oder Rekrutierung ihres Unterstützernetzwerkes. Wenn die Schule mit ins Boot soll, sprechen wir gerne mit der Schule und dem Lehrer, helfen dort. Und
Ja, also die Erfahrung zeigt, dass wir oft nach 5 Sitzungen so das meiste dann geschafft haben. Und wir machen das eben so, wir stoßen alles in einer Stunde an. Meistens haben wir nach 2 Wochen den nächsten Termin, weil dann müssen, es muss erstmal sacken und dann gibt es Hausaufgaben. Ne? Also wenn wir sagen, entscheidet euch für Unterstützer. Das ist gar nicht so einfach. Also viele gehen da in den Widerstand, weil sie sich schämen. Und manchmal braucht es so einen Prozess, um dahin zu kommen, dass das gut sein könnte. Eine Ankündigung, die wird als Hausaufgabe geschrieben, die wird geübt im Setting und gut vorbereitet, um dann auch im Anschluss sie nochmal nachzubesprechen. Auch da immer wieder mit diesem Blick Eltern zu stärken, dass sie die Dinge gut und richtig machen. Denn gerade wenn es um die Instrumente geht, manchmal ist man extrem verunsichert, ob man das jetzt wirklich tun sollte. Und dann ist es gut, wenn wir da nochmal nachhaken und sagen, ja, go for it. Ja, zieh die rote Linie. Ja. Wir nähern uns schon dem Ende, ja, die letzten Fragen schon. Du bist ja jetzt nun selber Mama, ja, von 3 Töchtern, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Was war denn dein ganz persönlicher Weg zu New Authority? Also, wo kam denn der Link? Warst du auch mit der alten Autorität am Ende und es ging nicht weiter? Wie bist du denn dazu gekommen? Also heute würde ich sagen, dass meine Eltern das im Grunde mit uns schon gelebt haben, Okay. ohne es zu wissen. Wir haben immer zu Hause sehr viel geredet. Und ich finde, das ist so der Kernpunkt von New Authority, sehr viel zu reden. Und wie ich das verstanden habe, dass das ein guter Ansatz ist, um gut in Beziehung zu gehen, ja, war ich dann schon etwas älter, dann hatte ich tatsächlich dann auch schon Kinder. Über New Authority bin ich gestoßen, weil ich gemerkt habe, in den Beratungen den Eltern fehlt das Bauchgefühl. Ja, die verlassen sich nicht mehr auf ihr Gefühl, die hören nicht mehr auf Großeltern, die lesen 10 Ratgeber und wissen immer noch nicht, was richtig ist. Und das war eigentlich mein Einstieg zu New Authority. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, gerade diese alltäglichen Fragen helfen mir bei New Authority, nämlich: Ich weiß nicht, warum muss meine Tochter 500 Insta-Follower haben und dann auch noch am besten irgendwie im kurzen Rock? Kann ich das erlauben oder nicht? Da kann ich schlecht meine Eltern fragen. Also, ja, ich kann sie schon fragen, aber die Antwort ist einfach dann nicht mehr zeitgemäß. Und da hat mir New Authority geholfen, zu sagen: Nimm dich mal ein Stück zurück, verstehe erst mal, worum es geht, hör dir doch mal an, was alle anderen so denken, vermisch es mit deinen Werten und Regeln. Denn die musst du nicht über Bord schmeißen, aber vielleicht musst du sie ab und zu mal neu prüfen. Und dann kannst du ins Gespräch gehen. Also sich auch einfach mehr Zeit nehmen, mehr Gelassenheit haben, bevor ich irgendwie Ja oder Nein sage. Ja, schön. Abschlussfrage, liebe Melanie. Ja, Ja. ich möchte, dass du dir jetzt mal vielleicht eine Halle von Menschen vorstellst, von Eltern, wirklich tief verzweifelte Eltern. Sie können nicht mehr aus den unterschiedlichsten Gründen, ne, sind fertig, sind mit ihrem eigenen Leben fertig und sagen: Melanie, was hast du für diesen Einsatz für uns heute Abend, dass wir vielleicht wieder Mut fassen können, dass es doch irgendwie funktioniert, dass wir als Familie wieder auf den grünen Zweig kommen? Also, was hast du diesen, ja, auch zu Recht, ja, vielen Eltern, die gerade echt fertig sind in dieser Zeit, was würdest du ihnen so als Abschlusswort noch mit auf den Weg geben? Erinnert euch, wie sehr ihr eure Kinder liebt. Liebesgesten, das Positive sehen. Denen einfach mal sagen, wofür sie toll sind. Das vergessen wir leider viel zu schnell. Das finde ich ein ganz, ganz schönes Abschlusswort. Ja, erinnert euch, dass ihr eure Kinder liebt. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, Melanie. Ja, danke, dass Danke du dir. dieses Buch und das Konzept von New Authority ja hier im deutschsprachigen Raum so weit nach außen bringst. Uns hat es uns, also uns ganz persönlich, meiner Frau und mir, wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Oh, Gerade ich auch freue dieses mich. Weg von diesen strafenden Konsequenzen, die natürlich immer das erste sind, was man zieht. Ja, dann ziehen wir dir halt das WLAN-Kabel, das Internetkabel raus. Aber ja, zu merken, es fühlt sich auch schon alt an. Man merkt ja richtig, dass es irgendwie verstaubt ist, zu sagen, dann darfst du halt kein Fernsehen gucken, ist halt irgendwie ja 80er. Und vielen, vielen Dank, ja, dass du das hier tust. Und ja, für alle da draußen, die sich damit beschäftigen wollen, wirklich, also vielleicht als Einstiegslektüre sich mal das Buch von Melanie, ja, wirklich, Ja. kann's sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und dann, wenn ihr merkt, es könnte vielleicht einen Schritt weitergehen, euch bei Melanie oder anderen Trainern zu melden. Vielen, vielen Dank, Melanie.
danke dir. Eine schöne Zeit euch und bis bald, danke, zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.